Okay, weiter geht's. Wozu ist es da? Okay, verstehe ich nicht. Sehen wir mal, ob das klappt. Ob die auch so schnell sterben. Wenn ja, dann habe ich auch wieder guten. Ach du Scheiße. Okay, Son Goku hat etwas übertrieben, aber. Naja, es ist Son Goku. Man muss nichts anderes sagen. Es ist einfach Son Goku. Maximal. Er wird ein brutaler Kämpfer, Piccolo hier. Kritisch hoch. Maximal. Hey. Jetzt macht er noch einen brutalen Schaden als davor. Okay, das haben wir jetzt auch. Ach, scheiße, ich brauche andere Stiefel. Gummistiefel. So. So und so. Ich glaube, diese Attacke reicht schon aus, um die ganzen Gegner hier alle auszulöschen. Ja, hab ich gewusst. Tut mir leid, Leute, dass es so langweilig für euch ist, bestimmt. Erholungsfrucht. Das waren alte Gegner. Knisterknack. Okay. Böser Anschlag, Masenko und Meteor-Kombination. Den haben wir sowieso in der Kanalisation schon getroffen, also ist ja nichts Neues mehr. Dems und komm. Vernicht ihn. Ich finde alle Schätze hier rankommen. Böser Anschlag. Nach der Höhle kommt noch ein Versteck, den wir besuchen müssen. Das ist Pilafs Versteck. Dann haben wir eigentlich alle Dragon Balls und ja, dann ist alles geklärt. Das ging zu schnell. Willst du mich verarschen? Wie soll ich da reinkommen? Ein Oktopus? Ach so, okay. Okay, was bist du für ein Teil? Die verbesserte Version oder was? Okay, da. Masenko, okay, sehen wir mal den Schaden. Okay, der stirbt auch schnell. Jetzt mache ich das wieder mit den Ninja-Sandalen. Es reicht für mich mit den Zufallskämpfen. Ich habe ja das nicht ausgeschaltet, also es werden nur weniger Zufallskämpfe kommen, dass ich weniger schneiden muss. Wieso spielen? Wieso? Egal, hier Leute, braucht man die Gummistiefel. Sonst hätte man ein Problem, an diese Schatztruhen zu kommen. Neuer Fisch. Masenko und Energiewellen-Kombo. Ach, das ist leicht, wenn man sowas hat. Zum Glück habe ich diese ganzen Kapseln gefunden. Okay, ausprobiert. 80.000 schon. Was kriege ich hier? Flitzestiefel. Sollen wir wetten, damit kann ich schneller laufen? Sollen wir wetten? Steigt Tempo und Chance von gegnerischen Schleichangriffen. Und Chance von gegnerischen Schleichangriffen. Also kriege ich dann Schleichangriffe oder was ist die Sache davon? Okay, Flitzestiefel. Geht klar.
Und weg damit. Hä, wieso kann ich diese Wand nicht zerstören? Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, was ich da mache. Ach, Drachenstein. Warte, ist es... Drachenstein, Drachenstein, Drachenstein. Drachenstein, ist es das hier? Drachenstein. Also das war auszurüsten. Drachenstein. Drachenstein, wo bist du? Das muss doch eine Kapsel das sein. Neue Gegnersorte. Aber wieso kann ich diese Wand nicht zerstören? Ich verstehe es nicht. Da steht doch, dass ich sie zerstören kann. Ah. Och, damit ich auf die andere Seite kann, oder was? Und wieso finde ich diesen Drachenstein nicht? Ich will dieses Teil finden. Warte, Drachen. Achso, hier ist das. Füllt die vielleicht wieder auf. Im Kampf wiederholt eins. Also das Teil kann man öfters benutzen. Gut, gut, gut. Piccolo hat sein Level abbekommen. Okay. Ich muss mal jetzt mal kurz die Ninja-Stiefel ranmachen. Ich habe keinen Bock auf Zufallskämpfe. Okay. Satellitenleser. So, wir werden jetzt ein Item. Damit ich die Gegner angreifen kann, soll ich wetten. Satellitenlaser, Satellitenlaser, Satellitenlaser. Ja, ich wusste es. Werden mit Laserstrahl aus dem Himmel angegriffen. Kann ich ja machen. Zeigen, wie das aussieht. Hm, zu viel. Warte, wie viele Schätze sind hier eigentlich noch? Das muss ich kurz mal nachgucken. Rolongs Nase. Was? Ich habe schon alle Schätze gefunden. Okay. Geht klar, alle Schätze schon gefunden. Da kann ich noch nicht durch. Was? Gummistiefel. Ich schneide den Kampf hier raus. Hat sich erledigt. Kann ich jetzt den Schalter drücken? Ich hoffe mal. Okay, dann mal kurz wieder die Ninja-Sandalen, meine ich. Wir gehen in den Oktopus kämpfen. Ich weiß nicht, der regt mich irgendwie.
Also was ich sagen wollte, Oktopus trinkt mich auf mit seiner Lippe. Oh, kommt jetzt ein Atembaum, da ein Bossfight oder was? Komm, Oktopussy. Ich verprügel dich zu schnell. Ich mach aus die Okonomiyaki. Hehe, ich habe schon etwas ewig nichts gegessen. Okonomiyaki, sage ich nur. Oder Takoyaki. Ja, Takoyaki ist besser. Hey, ich kenne dich. Hä? Du kennst mich? Hey, ich bin wohl berühmt. Du bist ein Tintenfisch, oder? Ein Oktopus. Sag ich doch. Wieso kennst du... Komisch, das kommt mir so seltsam bekannt vor. Aber egal, ich soll hier für eine Armee einen Schatz hüten. Hat mal Son Goku gegen einen Tintenfisch gekämpft? Ich hab's. Son Goku, er schützt den Dragon Ball. Richtig. Hey, du, rück den Schatz raus. Ich gebe ihr... Ihr geht mir langsam auf die Nerven. Ich habe so einen Hunger. Ich glaube, ihr werdet mein Mittagessen. Eher umgekehrt, Digga. Eher umgekehrt. Masenko, Meteor-Kombination. Ich glaube, ich mache gleich Meteor-Einschlag bei dem. Warte, wie ging das nochmal? Ich muss mal wieder richtig erinnern. Okay, ich glaube, ich weiß wieder, wie das genau ging. Guck, wie der aussieht. Guckt euch diesen Schwachmaten an. Und weg. Ich will Ki auffüllen. Ja, komm nicht wieder mit der Tintenfisch-Aktion hier. Ich hoffe, er stirbt jetzt nicht. Er hat das ganze Leben wieder zurück, was er gerade verloren hat. Oh, greif Piccolo an. Komm. Selbst wenn er blind ist, kann er den ausweichen, heftig. Ach komm, wir machen einfach mal so und dann so. Saiyajin-Angriff und das ist dann geklärt. Bei Piccolo dauert es etwas zu lange. Und wie viel Schaden? Oh. Sprintattacke. Geklärt. Level Up Retention an. Fast alle ihre Werte sind auf 100 schon. Ist gut, gut, gut. Und Oktopussy 5 Stern Dragon Ball erlangt. Jetzt gibt es Takoyaki. Tut mir leid, ich wollte euch gar nicht mit zum Mittagessen. Ja, ist klar. Schön, wir haben den 5 Stern Dragon Ball. Obwohl es ein komisches Gefühl ist, dass diese Leute immer noch aktiv sind. Red Ribbon Armee. Komm, wir zerstören die. Ja, hoffen wir, dass die Red Ribbon Armee keinen krummen Sachen plant. Juhu. In Ordnung, nur noch ein Dragon Ball. Die Schlange ist besser, als ich dachte. Besser, wenn ihr nicht wären. Hättest du sicher nicht mal einen. Komm schon, Jungs. Uns fehlt noch nur ein einziger. Holen wir ihn uns. Moment. Hä? Ich habe Baba versprochen, dass ich jetzt ins Jenseits zurückkehre. Aber bevor ich gehe... Ach, ich noch zum Kameaus. Oh, wahrscheinlich fragt sich Muten Roshi auch, wie es uns geht. Na gut, gehen wir zum Kameaus. Und sabe den LP, ich weiß, meine Lesekunst ist beschissen. Ich verstehe, also nur noch ein einziger Dragon Ball, ja? Richtig, Pilafs Versteck. Oh nein, Baba. Ganz genau, aber ich muss bald ins Jenseits zurück. Oh, ohne Son Goku dann? Okay. Ich würde dich gerne hier behalten, bis alle Dragon Balls gefunden sind. Oder sogar bis die Saiyajin zurückgeschlagen sind. Aber selbst Meister Kaio ist nicht mächtig genug, das zu ermöglichen. Ich schon. Ich wüsste, wie man das umprogrammieren könnte. Papa! Keine Sorge, Son Gohan.
Ich trainiere bei Kaio und in einem halben Jahr komme ich stärker denn je zurück. Digga, du bist jetzt schon stark genug und du fickst die ganzen Leute jetzt schon, also... Na gut. So, ich bin bereit. Um weiter stärker zu werden. Na, dann geht's los. Viel Glück mit den letzten Birnbohr, Leute. Dün, dün, dün. Ho, 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 ja, so, so. Teleportation. Und was jetzt? Ach, ich muss gleich das Video beenden. Na los, holen wir uns den letzten Dragon Ball. Geht klar. Eine Sekunde, ich sehe auf das Drachenradar. What? Say what? Hä? Was ist jetzt das Problem? Was ist los, Krillin? Der Dragon Ball nähert sich uns. Wie? Er kommt auf uns zu? Richtig. Dün, 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 ja. What? Pilaf. Dün, 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 dün. Ey, die Musik ist geil. Die Dragon Balls übernehme ich jetzt. Vielen Dank. Ist klar. Hey, bist du nicht? Hallo Jungs, ihr habt mich schon oft genug in Verlegenheit gebracht. Aber jetzt nehme ich mir eure Dragon Balls und habe ganze 7 an der Zahl. Shu Mai, gehen wir zurück in mein neues Schloss und rufen Shenlong. Wunderbar, jetzt kannst du endlich deinen Traum von der Weltherrschaft verwirklichen. Wenn du erstmal die Welt beherrschst, werden die Mädchen auf dich fliegen. Notgeiler Bastard. Mädchen, hör auf, du bringst mich in Verlegenheit. Wir haben die Dragon Balls, wir sollten so schnell wie möglich aufbrechen. Das stimmt. Ha, wir sehen uns, ihr Trottel. Wie haben sie die Dragonbots von denen abgezogen? Die sind... Trillionen mal stärker als die, aber trotzdem... Oh Mann, das glaube ich nicht. Damit dürfen sie nicht davon kommen. Verfolgen sie. Einverstanden, er hat etwas von seinem neuen Schloss gesagt. Und... Warte, ich habe jetzt neue Sachen... Hier habe ich Olangs Nase gekauft. Wollte ich kurz zeigen. Ich habe alles. Okay. Und wir sehen uns. Wo ist das Schloss? Hallo, Schloss? Ach, hier ist das Schloss. Wir sehen uns in Pilaf Schloss. Tschüss.